Chris! Chris! Los, sag doch was! Oh, verdammt. Ich habe Chris gefunden. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Dann machen wir das mal. Versuchen, Chris dabei zu helfen. So. Runter können wir nicht gehen. Aber da liegt noch ein kleines Item. Ein grünes Kraut. Konnten wir auch irgendwie sprinten? Nein. Jetzt sich jetzt nicht. So. Aber wer hat Chris gefangen genommen? Die BOWs werden das ja wohl nicht gewesen sein. Da haben wir noch ein Objekt. Hier liegt immer noch was rum. Ja, Pistol Munition haben wir erstmal genug. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. Das hört sich doch schon nach Änderungen an. Bleibt hoffentlich auch tot. Auch wenn das nicht so aussieht, wie als ob er wieder aufstehen würde in näherer Zukunft. Hier können wir nicht rein. Okay. Munition. Liegt hier irgendwo noch was rum, was wir mitnehmen wollen? Da liegt tatsächlich noch was. Die hier können wir alle nicht auf. Doch, den können wir noch machen. Aber da ist nichts drin. So. Er hat hier das Fenster eingeschlagen. Immerhin bezweifle ich, dass irgendwelche Hunde durchs Fenster springen, im ersten Teil. Und wenn ja, dann habe ich glaube ich noch mehr Angst vor den Hunden als vor den im ersten Teil. Hallo, wer schreit? Ich laufe so schnell ich kann. Hey, lass die in Ruhe. Ich komme. Auch wenn das nicht so aussieht, wie als ob ich da noch viel was machen kann. Außer mich zu rächen. Okay. Jetzt sich halt erstmal wieder hin. Was ist da los? Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Dann scannen wir aber erstmal die beiden Masttürme. Und die können wir nicht scannen. Aber ich kann dir den Tipp geben, vielleicht dich etwas passender anzuziehen, wenn du auf irgendwelchen komischen Schiffen rumläufst. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel.
Probieren wir ihn doch einfach aus. Was haben wir hier? Ein Handabdruck. Hier in dem Raum liegt viel Zeug rum. Aber ich schätze mal hauptsächlich Pistolenmunition. Ah ja. Wer kennt es nicht, das Blut, das durch die Wände durchläuft? Wir kriegen hier durchaus im Moment mehr Pistolenmunition als noch Leute. Aber da haben wir sie auch schon nötig. Da haben wir auch uns schon bald ein neues Hype-Item zusammengespart. Aber ich schätze ganz stark, dass uns noch ein paar Freunde auf dem Weg begegnen werden. Hier kommen wir immer noch nicht durch, da brauchen wir den Handverschlüssel. Hier, Pistolenmunition haben wir erstmal genug. Da höre ich doch schon unseren ersten Schuss. So, und da haben wir auch schon ein Heil-Item. Ich weiß gar nicht, wo sehen wir unseren Status? Nirgends. Sehe ich das richtig? Da haben wir ganz viele. Wie viele Waffen haben wir? Woher haben wir so viele Waffen? Hier. Hier auch ein neuer Freund. Da haben wir einen neuen Freund. Da ist unser neuer Freund. Hier kommt er immer noch nicht rein. Komm, jetzt auch aus allen Löchern gekrochen. Als ob du gerade eben noch nicht da warst und mich angreifen wolltest. Hier lag noch etwas Munition, die ich natürlich dankend annehme. Und hier hinten lag auch noch etwas. So. Aber es sagt mir noch nicht, wie ich meinen Status rauskriege. Naja, das finden wir schon noch raus. So, da höre ich doch schon wieder jemanden rumfummeln. Jill! Oh, los! Oh, wir müssen Chris helfen! Chris! Chris? Das war eine Trappe. Was ist das? Oh, super! Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine. Der
Er kennt uns also schon. Woher auch immer. Aber damit haben wir Episode 1 in die Tiefe auch schon abgeschlossen. Präzision nur 88%. Naja. Muss schon passen, sag ich da. Speichern wir einmal schnell. Und dann geht's auch schon weiter. Bisher bei Resident ja, Evil Revelations. Ja, wir haben das jetzt gerade gespielt. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Gebirge irgendwo in Europa. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Okay. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Okay, Chris und Jessica. Es war ja die Rede davon, dass sie sich irgendwo in einem Gebirge umschauen. Aber ich dachte, wir haben den Kontakt zu euch irgendwo über dem Meer verloren. Also, was macht ihr hier? Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! Was war? In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Nice. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Aber was hat das Flugzeug zum Abstürzen gebracht? Und noch wichtiger, hat es überlebt? Nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. So, wir haben natürlich auch die neueste Technik und einen Fassenscanner. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Beim Umgang mit diesen Spezialprototypen müssen alle Anweisungen mit größter Sorgfalt geleistet werden. Folgen Sie einem Notfall den Richtlinien, bla, da, da. Okay, also irgendwas war an Bord, wo wir sehr vorsichtig mit sein sollten. Dann ist das natürlich jetzt so doppelt perfekt, dass es nicht mehr an Bord ist. Oh, dem geht's nicht so gut. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Baikoin-Mäcki-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Wie praktisch, dass hier eine Mine direkt daneben ist. Genau dahin führt, wo wir hinwollen. Wirklich höchst praktisch. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. So, dann gehen wir mal durch die Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Hast du das gehört? Ja. Aber woher weiß Chris, was für Unterwäsche du trägst? Das würde mich gerade mehr interessieren. Und da haben wir Hunde. Infizierte Hunde. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica! Deswegen mag ich Chihuahuas.
das Flugzeug die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Vettel von den Toten auferstanden. Ja, und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Hunde sind übrigens mit Abstand meine Hassgegner in Resident Evil. Und die springen hier einfach hoch, als wäre es gar nichts. Hier noch was haben und wo es hier hinten hingeht. Oder hier wieder los. Okay, hier scheint es auch noch runter zu gehen. Aber okay, dann gehen wir halt hier. Hier haben wir auch etwas Munition. BOW-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alle in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz höchst effektiv. Okay, dann merken wir uns die doch mal, dass wir die haben. Können natürlich ärgerlicherweise nicht die Munition, die da noch liegt, mitnehmen. Haben wir ja mit den Fallen erstmal ganz gut gelöst. Hier haben wir noch eine BOW-Falle. Was Munition. Da liegt noch ein Kraut. Wir mussten ja gerade auch eins benutzen. Dann haben wir den Kampf auch ganz gut überstanden. Oder hier liegt sogar noch Schrotmunition. Jill war es? War was? Konzentrier dich! Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, naja. Es war nur so eine Frage. Bist du etwa neidisch auf Jill? So. Zwischen den Sekundärwaffen wechseln. Nein, keine Granate. Verdammt. Kann ich die wieder aufsammeln? Au. Nein, kann ich nicht. Immerhin kriege ich wieder ein paar Fallen dazu. Ich kann gerade keine Munition gebrauchen, Spiel. Ja, keine Pistolenmunition. Oh Mist! Chris, bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal nirgendwo hin. Ach, verdammt. Nicht, wenn du mit Deckung kommen musst.
denn ausgerechnet jetzt? Verdammt, es sind zu viele. Hast du den großen Hund gerade gewonnen? Mist, die Munition reicht nicht. Keine Gegner mehr? Ja, dann macht mal ein bisschen hinne. Ja, noch die erstmal alle da. Danke. Alles okay. So. Tut mir leid, wenn ich nerve, aber... Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem, man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? So. Dann gucken wir mal, haben wir hier irgendwo Zeug, was uns jetzt vielleicht helfen könnte? Ich meine, ich habe nur noch einen Schuss in der Pistole. Jetzt würde ich durchaus Pistolenmunition nehmen, Spiel. Vor allem gerade eben konnte ich nicht mal aufstehen und jetzt laufe ich wieder, als ob nie was gewesen wäre. Ist klar, Chris, ist klar. Sieh mal, ist das die Landebahn? Das ist ihr Versteck. Hier, Forkball. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Valkoin-Mochi-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jill und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. Unmöglich. O'Brien, schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltro-Wappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Wenn dir das Video gefallen hat, dann findest du hier weitere Videos. Und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.